Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen beendete Buchreihen-Video. Heute mit zwei Reihen aus dem Jahre, ich glaube 2012. Ich war aber zu voll, um es nachzugucken. Wir fangen an mit einer Urban Fantasy-Reihe, die vermutlich heute nicht mehr allzu viele Leute kennen. Zumindest die Leute, die jetzt aktuell neu dazukommen, kennen sie wahrscheinlich nicht. Ja, weil der Verlag auch kaum noch Jugendbücher rausbringt, der Deutsche. Und weil die Autorin in Amerika seitdem auch keine neue Reihe mehr gehabt hat. Das sind ja so die Wege, um als amerikanische Autorin jetzt hier noch so in the Hood zu bleiben. Und zwar ist das die Hex Hall-Reihe mit Hex Hall, Demon Glass und Spellbound. Und ich glaube, ich habe sie in der falschen Reihenfolge hochgehalten. Aber ist ja auch egal. Auf Deutsch heißen die Bücher irgendwie anders. Ich glaube, der erste Band Hex Hall, dunkler Zauber. Irgendwas mit Dämonenbann ist, glaube ich, auch einer. Sophie Mercer ist eine Hexe. Das weiß sie auch. Und sie kommt jetzt halt auf eine Schule für verschiedene Fantasy-Wesen, unter anderem Hexen, aber halt auch Werwölfe und Co. Ich weiß noch, an irgendeinem Punkt bekommt sie Nachsitzen aufgebrummt. Und dann kommt der Archer auch zum ersten Mal vor. Der Love Interest. Der ist dann so der arrogante Bad Boy-Typ. Und es gibt sehr viele sarkastische Wortgefechte hier. Es ist eine auf Humor geschriebene Reihe, was die Cover meistens nicht so ganz zeigen. Die englischen Cover tatsächlich noch deutlich mehr als die deutschen, weil die Deutschen sind immer nur dieses Gesicht mit dieser fetten, riesigen Blume auf dem Kopf. Aber das hier, finde ich, spiegelt es ein bisschen besser wieder als das andere. Ich weiß, dass es da irgendwie so dunkle Magie gibt und auf jeden Fall auch eine Prophezeiung. Und Sophie muss halt immer für die Rechte, für irgendwelche Rechte einstehen und kämpfen. Ich glaube, der erste Band ist so dieses typische Akademie-mäßige. So ein fiesen Lehrerin oder Lehrer, weiß ich gar nicht mehr, wer das war. Ja, sie hat halt immer Nachsitzen mit Archer und Archer ist halt auch so ein total beliebter Typ und ihr Vater ist auf jeden Fall auch irgendein hohes Tier irgendwo. So viel jedenfalls dazu. Ich weiß noch, dass ich den, ich glaube, das war der dritte Band, aber sicher bin ich mir nicht, den dritten Band nicht ganz so sehr mochte wie die ersten beiden, weil ich das Ende nicht mochte und weil ich die Auflösung von Liebesdreieck auch nicht mochte. Das geht übrigens miteinander ineinander über. Das ist beides das Gleiche eigentlich. Aber insgesamt kann ich die Trilogie tatsächlich empfehlen. Besonders Fans von Amanda Hawkins Verborgen Trill-Reihe zum Beispiel. Das geht so ein bisschen in dieselbe Richtung. Vom Erzählstil her, von dem Fantasy-Liebesgeschichte-Anteil her, kann ich das auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr da Interesse habt an Hexengedöns. Die Reihe ist übrigens im Lux Verlag erschienen, falls ihr euch wundert, welchen Verlag ich meine. Und der macht ja keine Jugendbücher mehr. Ja, und dann habe ich noch einen Klassiker für euch. Ein Klassiker der Jugendbuchliteratur. Und das ist so schwer. Die Eragon-Bücher, yo. Und zwar besteht die aus Eragon, das Vermächtnis der Drachenreiter. Eragon, der Auftrag des Ältesten. Eragon, die Weisheit des Feuers. Und last but not least. Oder sorry, ich muss mich korrigieren. Last but also least. Eragon, das Erbe der Macht. Ja, Eragon. Da habe ich eine lange Geschichte mit dieser Reihe. Ich habe sie erst relativ spät beendet, 2012 oder was. Aber die war ja schon viel früher zu Ende geschrieben. Ich habe aber Inheritance mir geholt, als der rausgekommen ist tatsächlich. Und mir die ganze Zeit so gedacht, oh, den liest du jetzt sofort weg und dann so zwei Jahre später. Ich habe den dann irgendwann ungelesen abgegeben und mir die deutsche Version geholt. Habe das dann immer noch nicht gelesen gehabt. Und dann irgendwann mal habe ich dann das Buch tatsächlich gelesen. War sehr enttäuscht, sehr enttäuscht. Ja, es geht natürlich um Eragon. Eragon ist ein junger Mann, der ein Drachenei findet. Und die Drachen sind ausgestorben in der Welt, in der Eragon lebt. Wir haben auch eigentlich nur hauptsächlich Eragons Sichtweise. Es ändert sich im Laufe der Bücher, aber hier im ersten Buch ist es hauptsächlich seine Sichtweise. Und Eragon findet dieses Ei und aus diesem Ei schlüpft eben ein kleiner Baby-Drache. Und der heißt Saphira. Ja, und dann kommt eben so ein bisschen die Legende der Drachenreiter, die es früher gegeben hat, ans Licht. Und Eragon ist eben quasi der letzte Drachenreiter, außer Galbatorix. Galbatorix ist der Herrscher dieser Welt und der ist ganz, ganz böse. ist ein bisschen klischeehaft alles, ja, ich weiß. Galbatorix herrscht halt mit harter Hand und versucht natürlich sofort, Eragon irgendwie in seine Macht zu bekommen. Eragon muss dann fliehen und trifft dann unter anderem halt auch auf eine Elfe, eine Elfin quasi. Ja, dann kommen halt verschiedene Charaktere im Laufe der Reihe dazu und das Ganze artet etwas
aus in ein Fantasy-Epos. Mir hat der erste Band gut gefallen. Ich habe den Film auch gesehen. Ich fand den Film damals echt nicht schlecht. Ich war auch nicht so richtig begeistert, aber ich fand ihn auch nicht schlecht. Wenn ich heute den Film sehe, dann denke ich mir so, boah, schnarch, langweilig. Aber gut, bei den Büchern habe ich das auch irgendwann gedacht. Und zwar mochte ich den ersten noch echt gerne, auch wenn es nicht so meins ist. Also ich mag eher einen dichteren Plot als so was langgestrecktes. Wir gehen auf eine lange Reise und dann gehen wir dahin und dann gehen wir dahin. Und dann denkt man sich immer so, ja, und wann passiert nochmal was Relevantes für die Handlung, bitte? Das ist aber nur ein ganz persönlicher Geschmack. Andere Leute mögen das total gerne, dieses intensive Erzählen. Bei Eragon 2 habe ich mich schwer getan, weil die da die ganze Zeit bei den Zwergen sind und ich das irgendwie so langweilig fand. Eragon 3 fand ich dann wieder echt gut, weil Eragon da sehr viel lernen muss und sehr viel Charakterentwicklung passiert. Dann kam eben Eragon 4. Und für mich war Eragon 4 eine Katastrophe. Ich fand das Ende total enttäuschend. Im Englischen sagt man so schön anticlimactic. Ich fand auch das Ende, was die Liebesgeschichte angeht, so lala. Und auch generell das Ende von Eragon tatsächlich. Ich fand, es war mir auch zu offen. Insgesamt würde ich die Bücher jetzt nicht unbedingt empfehlen. Es sei denn, man ist wirklich ein Fantasy-Fan. Also man liest gerne und viel High Fantasy. Wobei, wenn man gerne und viel High Fantasy liest, man das wahrscheinlich als einen Haufen Klischee empfinden wird. Ich finde, es ist sehr viel Fantasie da reingeflossen, sehr viel Arbeit, also was die Sprachen, verschiedene Sprachen angeht und sowas alles. Und man merkt es auch, dass da viel Worldbuilding drin steckt. Also so mit 14 war ich beeindruckt, fand ich das super toll und hätte ich die ganze Reihe vielleicht in dem Alter oder mit 13 so gelesen, dann hätte ich vielleicht auch die ganze Reihe gut gefunden. Ich fand aber, dass das Ende von das Erbe der Macht auch wirklich einige Schwächen hatte, die auch nicht wegerklärt werden konnten, leider. Ja, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr die beiden Bücher, Buchreihen gelesen? Wahrscheinlich eher Eragon als Hexfall? Wobei, wer weiß. Vielleicht vertue ich mich auch. Ich habe immer das Gefühl, Hexfall haben nicht so viele Leute gelesen. Es wird auch kaum noch darüber gesprochen auf BookTube. Aber genau dafür ist ja diese beendete Buchreihen-Serie da, damit auch mal alles nochmal zur Sprache kommt. Es gibt ja auch aktuell Reihen, wo ich mir so denke, ja, da sprechen wir jetzt vielleicht in diesem Moment drüber, aber in 2 Jahren wird kein Schwein sich mehr daran erinnern. Ach, das habe ich gelesen? Okay. Und ich glaube, so war das halt bei Hex Hall so ein bisschen. Aber ich kann es empfehlen. Also wer nochmal eine Buchreihe lesen möchte, die vielleicht schon ein bisschen älter ist und die man günstig auch bekommen kann. Ich bin mir relativ sicher, dass man die günstig gebraucht irgendwo kriegt. Dann kann ich das tatsächlich empfehlen. Das war's auf jeden Fall von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten beendete Buchreihen-Video. Dann mit, ich glaube, City of Bones und Nach dem Sommer. Nee, das war die davor, ne? Ich habe also keine Ahnung, was danach kommt. Ich glaube, irgendwas von Simone Erkel ist. Perfect Chemistry, glaube ich. Und noch irgendwas anderes. Aber ich weiß nicht, was. Lasst euch einfach überraschen und goodbye.